Moin Leute, ich habe heute die Jungs von Pionierkraft hier. Das ist ein super interessantes Start-up, welches Menschen ermöglichen will, selbst erzeugten PV-Strom lokal zu verkaufen. Also das heißt innerhalb eines Hauses zum Beispiel, also vom Vermieter zum Mieter als Beispiel. Und das zu günstigeren Konditionen, als der Markt es anzubieten hat. Wir erklären euch gleich noch genauer, wie das funktioniert. Ich habe euch in der Umfrage ja auch einige Fragen gestellt oder euch erlaubt, Fragen zu stellen und da kam wahnsinnig viel Interesse und das werden wir heute alles mal weitergeben, was ihr da so an Fragen hattet. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt. Kurz vorher noch so, nur aus eigener Sache, wie immer, ich nehme kein Geld für die Interviews. Das ist, also ich habe nichts mit Pionierkraft am Hut, habe kein Geld dafür bekommen. Keine Waren oder sonst irgendwie was. Also es ist einfach nur, weil ich es cool finde und es euch gerne zeigen möchte. Und ich denke, dass das echt Potenzial hat, was die beiden da machen. Ja, Jungs, dann stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr? Wie seid ihr dazu gekommen? Erzählt einfach mal ganz kurz, wer ihr so seid, damit die Leute mal so einen ersten Eindruck haben. Hallo zusammen, wir sind Pionierkraft aus München. Das ist Andi, ist Ideengeber von Pionierkraft und bei uns neben der Geschäftsführung für den technischen Teil unseres Startups zuständig. Und neben mir steht Nico. Er ist verantwortlich, unser Produkt auch erfolgreich in den Markt zu bringen und dass am Ende des Tages auch die Finanzen stimmen. Ja, sehr cool. Was genau bietet ihr jetzt eigentlich an? Also wie funktioniert das? Könnt ihr vielleicht mal so ganz kurz in ganz einfachen Worten erklären, was das genau ist, damit wir erstmal wissen, wovon wir hier überhaupt reden? Ich glaube, die meisten Leute haben da noch gar nicht so eine richtige Vorstellung. Also wir planen deine Photovoltaikanlage und integrieren unsere Energy Sharing Hardware. Und unsere Hardware verteilt die erzeugte Solarenergie intelligent und bedarfsgerecht an deine Mieter oder Nachbar. Und neben unserer Hardware bieten wir natürlich auch das dazugehörige Ökosystem wie Wallboxen, Speicher, Heizstab etc., damit du Eigenverbrauch und Autarkiegrad auch weiter optimieren kannst. Und für eine geringe jährliche Fee von unter 50 Euro kümmern wir uns um alle rechtlichen Themen, wickeln die Stromlieferung ab, kümmern uns um administrative Themen und bieten mit unserem Portal- und Energiemanagementsystem dir auch volle Transparenz über all deine Stromflüsse. Sehr cool. Genau, da würden wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen und dann würde ich sagen, steigen wir mal gerade in die Technik ein und gucken mal. Ja, gerne. Genau, wir haben hier ein Bild mit vorbereitet. Das zeigt jetzt hier einfach mal ein Dreiparteienhaus. Wir haben quasi zwei Nachbarn, also einfach Mieter. In der Mitte haben wir den PV-Anlagebetreiber. Es kann auch zum Beispiel die Allgemeinstrompartei sein, wie man es in Mehrfamilienhäusern oft findet. Und das Problem heute ist halt, es gibt nur eine Partei, die standardmäßig von der PV-Energie profitieren kann. Das heißt, hier wird Eigenverbrauch betrieben, der Rest geht einfach überschüssig ins Netz. Und gleichzeitig haben aber Nachbar 1 und Nachbar 2 auch natürlich Bedarf und kaufen es ganz normal beim Energieversorger aus dem Netz. Was wir jetzt quasi machen, wir verbinden wirklich physisch die einzelnen quasi Hausanschlussbusse miteinander. Alles passiert im Zählerschrank und alles passiert über unser Pionierkraftwerk. Ich gehe einmal hier anhand von der rechten Seite durch, was wir hier sehen. Das heißt, alles, was jetzt grün eingeblendet wurde, ist zu installieren. Wir haben hier in der Mitte unser Pionierkraftwerk mit der Nummer 1. Wir haben hier wirklich eine physische einphasige Leitung zwischen den beiden Parteien. Und wir haben hier jeweils einen Leistungsmesser pro Netzanschluss der einzelnen Parteien mit der Nummer 2 eingeblendet. Nur eine ganz kurze Zwischenfrage. Wäre das auch dreiphasig möglich? Also wenn du jetzt einen dreiphasigen Wechselrichter hast? Also kam jetzt gerade direkt die Frage. Okay, dreiphasig wäre es theoretisch auch möglich. Wir haben bewusst die einphasige Entwicklung gewählt, da sie zum einen kostengünstiger ist und zum anderen, was in dem Wohnbereich, auf den wir uns ja spezialisieren und erstmal konzentrieren, auch völlig ausreichend ist, was die Leistung angeht. Also unser Gerät kann eine Leistung stufenlos von 0 bis maximal 2 Kilowatt liefern. Und auf Basis der ersten Piloten, aber auch Kunden, die wir jetzt ja seit letztem Oktober schon mit unserem ersten Gerät im Feld bedienen, ist es tatsächlich so, dass 98% der Energie, die übertragen wird, wirklich sogar unter 1,6 kW geliefert wird. Also das heißt, die zwei sind sogar gut ausreichend. Ich mache das bei mir zum Beispiel auch einphasig, also diesen Leistungsausgleich. Meine Frage war eher, wenn ich jetzt einen dreiphasigen Wechselrichter habe, dann könnte ich euer System ganz genauso verwenden. Der würde dann einfach nur auf einer Phase das regeln praktisch, ne?
Absolut. Also unser Pionierkraftwerk erfasst das datentechnisch. Der nimmt von den Leistungsmessern hier die Information, wie viel geliefert wird oder überschüssig ist, auf und regelt dann ganz von alleine wirklich physikalischen Energiefluss einphasig. Das heißt, es ist unabhängig davon, ob du einen dreiphasigen Wechselrichter hast, ob du einen einphasigen hast, ob du auch ein Blockheizkraftwerk als Erzeugungsanlage hast. Das geht alles. Unser Gerät wird AC-seitig angeschlossen und speist AC-seitig ein. Und wenn du magst, kann ich mal anhand von einem konkreten Beispiel dir mit Zahlen so kurz zeigen, wie das dann auch funktioniert. Ja, sorry, ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen, aber war ganz interessant. Mach einfach mal weiter, das war schon sehr spannend. Okay, dann mal mit konkreten Zahlen ganz veranschaulicht, wie funktioniert das am Ende. Also wir nehmen mal an, die Photovoltaikanlage erzeugt gerade 5 Kilowatt. Das heißt, ich habe hier in meiner Partei in der Mitte 4 Kilowatt Bezug. Dementsprechend würde ich von den 5 4 verbrauchen und 1 Kilowatt würde standardmäßig ohne unsere Lösung ins Netz eingespeist werden. Jetzt ist es so, dieser eingespeiste Kilowatt wird von dem Leistungsmesser in der Mitte mit der Nummer 2 nummeriert erfasst. Und gleichzeitig hast du jetzt zum Beispiel als mein Nachbar Verbrauch von ebenfalls, sagen wir, 2 Kilowatt. Das bedeutet, dieser eine Kilowatt, der bei mir überschüssig ist, wird jetzt von unserem Pionierkraftwerk wirklich physisch bei dir ins Netz gedrückt. Das reduziert deinen Netzbezug um 1 Kilowatt. Und die restliche Kilowatt, der kommt jetzt noch gleichzeitig aus dem Netz. Und das Coole bei der Sache ist, von dem Energieversorger deiner Wahl. Das heißt also, du wirst nicht zu 100% von mir beliefert, sondern nur, wenn ich was überschüssig habe. Und du kannst dein Verhalten wie auch vor unserer Lösung ganz normal fortsetzen. Es sind keine speziellen Steckdosen, die du verwenden musst. Alles ist ganz normal weiter in dein Hausnetz. Cool. Klingt echt interessant, finde ich. Wie ist das so vom Anschluss her? Ist das dann, ich meine, ist ja einphasig, ist es dann irgendwie parallel zum eigentlichen Netz geschaltet oder irgendwo nochmal dazwischen? Oder wie funktioniert das genau? Also wie wird dann zum Beispiel auch der Strom gemessen oder so? Wie macht ihr sowas? Also das macht ihr über den Energy Meter, glaube ich, hast du gesagt, ne? Genau, ich versuche es nochmal auseinander zu dividieren. Also wir haben hier eine Leistungsmesser mit der Nummer 2. Pro anzubindende Partei wird ein Leistungsmesser installiert. Der erfasst sekundengenau den Leistungsfluss. Was mache ich als PV-Anlagenbetreiber überschüssig und was beziehst du als Nachbarmieter oder Consumer aus dem Netz? Dann gibt es die Nummer 3, das ist der geeichte Hutschienenzähler. Das ist wirklich nur ein Einteilungseinheitenbreiter Zähler. Der ist geeicht, wird im Zählerschrank montiert und der misst wirklich auch die Energie, die übertragen wird. Das heißt, der ist Abrechnungsgrundlage. Und dann gibt es natürlich als allerwichtigste Komponente unser Pionierkraftwerk, was ja nicht nur ein Messinstrument ist, sondern wirklich auch eine Strompumpe. Also es ist auf meiner Seite der Anlage ein Verbraucher. Er zieht quasi, wie du sagst, netzparallel die Energie raus aus meinem Netz, wie wenn ein Speicher anfängt, Energie einzuspeichern und drückt ihn bei dir als mein Nachbarn in dein Netz, wie wenn ein Speicher ausspeichern würde. Ja, verstehe. Interessant. Ja. Die Geräte, wo werden die installiert? Also in so einem Mehrparteienhaus? Also muss man dann zum Beispiel auch in die Wohnung irgendwie rein oder ist es dann irgendwie zentral oder also wo liegt die Hardware nur so aus Interesse? Genau, ich zeige es hier mal auf einem Bild, wie groß die eigentlich sein wird. Also sie ist überschaubar groß. Die gibt es auch noch ein bisschen in der längeren Version. Das ist dann abhängig vom Anwendungsfall. Die ist, man sieht unten einen Wechselrichter, nicht sonderlich groß. Die ist 25 cm breit. Installiert wird sie in der Regel immer im Zählerraum. Ja? Also unsere Hardware sitzt quasi neben dem Zählerschrank und wenn ich dann, wie in dem vorherigen Beispiel hier, zwei Nachbarn beliefern möchte, habe ich zwei Geräte nebeneinander. Okay, alles klar. Also ihr braucht ja auch irgendwie eine Art von Kommunikation. Ich frage jetzt deswegen, weil bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe auch meinen Wechselrichter, wird über den Energy Meter gesteuert. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe Modbus bei mir und da ist es tatsächlich so, dass der Wechselrichter nicht so schnell reagiert. Das ist nicht dramatisch, aber also nur aus Neugierde einfach, so technisch gesehen. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich jetzt eine super kurze Last habe oder so, dann braucht mein Wechselrichter irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, es wird unter einer Sekunde sein, aber das zum Beispiel kriegt er nicht hin. Ne? Dann speist er dann, was weiß ich, nach einer halben Sekunde dann irgendwie dieselbe Lastspitze ein und dann habe ich eigentlich eingespeist. Was, wie gesagt, eigentlich auf der... Also im Saldo ist das fast null, ne? Also da geht fast nichts raus, aber wie ist das bei euch so? Also jetzt mal rein technisch interessiert mich das, seid ihr da irgendwie schneller unterwegs? Also wie gesagt, bei mir ist es sehr langsam, das weiß ich, ne? Also erstmal die Kommunikation findet zwischen den Leistungsmessern und den Energy-Mietern, die mit unserem Pionierkraftwerk kommunizieren, auch über Modbus statt. Das heißt, es ist eine Kabelverbindung, die ist stabil und die ist sehr schnell. Die eigentliche Geschwindigkeitslimitierung sozusagen ist bewusst
softwareseitig implementiert, was jetzt in deinem Beispiel, extremes Beispiel, ich hätte eine 1-Sekunden-Spitze, weiß ich nicht, welcher Verbraucher das wirklich tut, kenne ich jetzt persönlich wenige bis keinen davon, aber tatsächlich ist es so, wir fahren eine ganz normale Rampe nach oben. Also das ist ja auch ein bisschen netzdienlicher, wenn ich nicht schlagartig einfach auch irgendwas aus dem Netz entnehme oder einspeise. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du jetzt einen Verbraucher mit der Maximalleistung, die wir könnten, sagen wir 2 Kilowatt anschaltest, dann ist diese von 0 auf 2 Kilowatt gefahrene Rampe auch schon innerhalb weniger Sekunden, also unter 5 ist das Ding schon oben. Ja. Mhm. Könnte man auch noch steigern, aber das sind bewusst eigentlich Mechanismen, die wahrscheinlich auch deswegen der Wechselrichter nicht so macht. Ne, das kann gut sein. Ich war nur neugierig, wie gesagt, das ist bei mir auch überhaupt gar kein Problem. Also das funktioniert ganz wunderbar und man hat, wie du schon sagtest, praktisch keine Verbraucher, die jetzt so schlagartig da ansteigen oder dann nicht irgendwie noch eine Weile konstant bleiben. Also das habe ich selber auch noch nie erlebt. Das funktioniert sehr gut. Ich war nur in Interesse halt einfach, wie das technisch so ist. Ne? Also ob das zum Beispiel nur bei mir ein Problem ist oder ob das so generell absichtlich auch gemacht ist. Und dann scheint das ja tatsächlich der Fall zu sein. Ist ja auch sinnvoll, kann ich nachvollziehen. Interessant. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wäre euer Pionierkraftwerk oder so diese ganzen Verbrauchsdaten auch irgendwie über eine Netzwerkschnittstelle oder auch extern, dass man sich das angucken kann, wie ist das gerade, ne? Also wie viel geht rein, raus. Da habt ihr auch so schöne Sachen angeboten, glaube ich. Ne? Genau, das hat ja Nico eingangs erwähnt. Wir bieten dem Kunden jetzt nicht nur die Hardware, die ja quasi mucksmäuschenstill ganz von allein im Keller arbeiten soll und eigentlich niemand stören. Und so ist es auch das Ziel. Gleichzeitig soll aber natürlich der Kunde auch überhaupt eine Transparenz haben, was passiert. Und hier auch ein Bild mit dabei. Sieht das ganze Dashboard so aus. Also das heißt, wenn man jetzt hier mal auf den Bildschirm schaut, man hat links oben zum Beispiel ganz sekundengenau die Lieferung an den Nachbarn, wirklich bis 5 Watt genau sogar. Man hat natürlich auch seine Netzeinspeisung oder Bezug, je nachdem, ob ich jetzt der Prosumer bin, also der liefert, oder der Consumer, also der bezieht. Dann auch ein bisschen solche Gimmicks wie wir haben eine Wetterlage dabei und ich kann hier halt auf Tages-, Monats- und Jahresebene schauen, wie viel Energie wurde schon geliefert, wie viel wurde aus dem Netz bezogen, einfach so meine Bilanz ziehen. Was aber darüber hinaus noch sehr wichtig ist, dieses Portal wird vor allem auch dafür benutzt, dass wir dir als unseren Kunden die Rechnungsstellung übernehmen können. Das heißt, am Ende des Jahres schicken wir dir, in dem Fall warst du vorhin der Nachbar, der den Strom bezogen hat, eine Rechnung mit der Bitte, die an deinen Prosumer zu überweisen, um quasi den Strom, den du bezogen hast, zu bezahlen. Und was dazu kommt, ist auch das Thema Administration. Es sind bei unserer Lösung, gehen wir später wahrscheinlich noch darauf ein, deutlich weniger administrative Aufwände notwendig als jetzt bei dem bisherigen Mieterstrom, deutlich weniger. Aber die Aufwände, die immer noch verfügbar sind oder vorhanden sind, die übernehmen wir. Ja, und dafür haben wir quasi unser Portal entwickelt, um einfach dem Kunden wirklich das Rundum-Sorglos-Paket bieten zu können. Ja, ich glaube, das hätten sich viele auch schon von dem Mieterstrom gewünscht. Also da, wie gesagt, ich bin da jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber ich habe da immer nur, also ich höre da immer nur Leute, die sagen, das ist für normale Menschen eigentlich keine sinnvolle Lösung. Ne? Habe ich auch selber ja oft bei der Anmeldung und so erlebt, dass vieles gut gemeint ist, was da sich ausgedacht wurde, aber nicht immer gut funktioniert. Okay, also wenn ich jetzt kein Pionierkraftwerk hätte, ja, würde der Strom, also der physikalisch erzeugte Strom, ja im Prinzip auch zum Nachbarn gehen. Also physikalisch sucht er sich ja quasi immer den Weg des geringsten Widerstandes, also vermutlich den kürzesten Weg in dem Fall. Könnte ich da nicht einfach auch messen und gut ist? Also wo liegt da genau der Vorteil bei euch, dass du das so vielleicht nochmal ganz deutlich machst? Ja. Also grundsätzlich ist ja so, damit Elektronen irgendwo hinfließen, hast du völlig recht, bräuchte ich tatsächlich überhaupt nichts. Also ich bräuchte nicht mal ein Mieterstrommodell, ich bräuchte nicht mal einen Hausstromzähler, ich könnte einfach nur Kupfer legen. Aber damit halt das ganze Energiesystem funktioniert, müssen wir es zuordnen können, wir müssen es vor allem priorisieren können und das ist das, was wir wollen. Es gibt Stand heute einfach keine Möglichkeit, dass ich als PV-Anlagenbetreiber oder sonstige Betreiber von erneuerbaren Energienquellen dir jetzt Energie wirklich dediziert verkaufen kann und dabei auch einen Benefit für dich und für mich kreieren kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, warum wir scheren und vor allem natürlich, weil es die Netze entlasten soll. Bei mir ist es so, ich bin bei einem Ökostromanbieter, versprechen 100% Strom aus erneuerbaren Quellen. Ich bin aber sicher, es ist physikalisch auch Kohlestrom dabei. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen wirklich erneuerbare Energie teilen. Das heißt, um die Energie bestmöglichst vor Ort nutzbar zu machen,
wollen wir dem Kunden die Möglichkeit bieten, ich blende hier nochmal unsere Lösung ein, dass er wirklich nur den Strom verkaufen kann, den er überschüssig erzeugt hat. Das ist immer erneuerbare Energie, ohne dass er dabei Riesenpflichten eingehen muss, wie bei heutigen Mieterstrommodellen, nämlich der Energieversorger nach Energiewirtschaftsgesetz wird. Und das übersteigt einfach die Kapazitäten von jeder, sage ich, normalsterblichen, arbeitstätigen Person. Und deswegen haben wir das Pionierkraftwerk entwickelt, das Energie nicht nur erfasst, sondern im ersten Schritt überhaupt mal liefert, pusht, drückt, priorisiert. Und dementsprechend haben wir eine Art Strompumpe entwickelt. Das bedeutet, wir liefern Energie über diese Technik und erfassen sie gleichzeitig. Und somit schaffen wir es wirklich, auch den Vorteil für den Anlagenbetreiber und für den Belieferten zu gewährleisten, ohne dass dabei riesige Pflichten entstehen. Alles klar. Du hast es schon angesprochen, das Mieterstromkonzept. Ich kann mir vorstellen, oder das war bisher so meine Erfahrung oder das, was ich von vielen Zuschauern mitbekommen habe. Ich habe jetzt persönlich keine Erfahrung damit, aber ich habe noch nichts Gutes darüber gehört, sagen wir es mal so. Könntest du vielleicht trotzdem nochmal erklären, wo genau der Unterschied liegt, ne? Also wo sind die Vorteile bei euch? Wir werden gleich auch nochmal so ein Rechenexempel bringen, das wollte ich mal kurz vorher sagen. Ja, also das ist super interessant, bleibt definitiv dran und guckt euch das an, das ist sau spannend. Aber trotzdem vorher nochmal Mieterstrom, warum mache ich nicht das? Also das war ja mal eigentlich die Idee, ne? Um genau solche Probleme vielleicht zu lösen. Vielleicht kannst du es nochmal einfach und kurz erklären, was da der Vorteil eigentlich ist bei euch. Im Wesentlichen sind es zwei große Unterschiede, zum einen in den administrativen, zum anderen in den finanziellen Aufwendungen. Bei unserer Lösung tätigt der Photovoltaikanlagenbetreiber, im vorherigen Beispiel war es ich, eine sogenannte Ergänzungsversorgung, womit er nicht zum Vollversorger wird und damit eben keine Pflichten als Energieversorger nach Energiewirtschaftsgesetz tätigen muss. Das heißt, beim Mieterstrommodell würde ich jetzt in dem Beispiel, dem das Haus gehört, wirklich zum Energieversorger aller Nachbarn werden. Ich bin rund um die Uhr für die Vollversorgung verantwortlich und bin dementsprechend natürlich auch mit allen Pflichten hier im Boot. Eine Ergänzungsversorgung funktioniert eben nur dann, wenn ich dem Kunden über unsere Technik, also über eine separate netzparallele Verbindung, die Energie liefern kann, ihm aber nur das liefern muss, was tatsächlich auch bei mir immer überschüssig vorhanden ist. Das heißt, es ist nur eine Reststromlieferung und den entsprechenden Rest, den ich dir nicht liefern kann, den beziehst du gleichzeitig aus dem Netz vom Energieversorger deiner Wahl und auch zu den Tarifen, die du eben gerne möchtest. Und das ist ein sehr großer Vorteil, der auch zu mehr Akzeptanz bei den Mietern führt, wenn die zum Beispiel sagen, auf den Andreas hätte ich jetzt überhaupt keine Lust als Energieversorger. Und dadurch, dass bei uns die Lieferung und Erfassung von Solar und Netzstrom getrennt erfolgt, geht der PV-Anlagenbesitzer auch kein unkalkuliertes Betreiberrisiko ein. Wie vorhin gesagt, weil er eben ausschließlich überschüssige Energie an seine Nachbarn oder Mietern eben liefert. Und was jetzt noch den Installationsaufwand angeht, das ist ein weiterer sehr großer Vorteil. Jetzt hatten wir quasi einmal den administrativen Teil. Ich werde nicht zum Energieversorger mit unserer Lösung. Und jetzt der finanzielle ist der, wir haben einen sehr schlanken Installationsaufwand. Und das ist ein großer Vorteil, denn du kannst bei uns ab der ersten zu beliefernden Partei das Ganze schon für dich profitabel abbilden. Und ich sage, bei konventionellen Mieterstromprojekten ist es eben so, die konzentrieren sich heute im Markt in der Regel auf 20 plus Parteien, weil darunter einfach der initiale finanzielle Aufwand so groß ist, dass ich mindestens diese Anzahl brauche, um die Kosten umlegen zu können. Das heißt, wir brauchen keinen Wandlerschrank, bei uns brauchst du keinen Summenzähler, bei uns bleibt die Installation, wie sie ist, und dann kommt unsere Technik rein und fertig. Ja, das ist schon ziemlich cool. Es haben halt wirklich viele Leute auch genau gefragt, also werde ich dann nicht irgendwie zum Energielieferanten oder zum Vollversorger, wie du gesagt hast. Das hast du jetzt praktisch damit schon beantwortet. Also die Frage kam sehr häufig auch in den Zuschauerfragen. Mhm. Ja, danke, das war super interessant, fand ich. Also das mit dem, also es kam tatsächlich oft die Zuschauerfrage oder die wurde mir oft gestellt, ob man dann zum Vollversorger wird, ob das Ganze dann nicht total stressig ist, also rein rechtlich gesehen. Das hast du jetzt praktisch schon beantwortet. Nein, also da habt ihr anscheinend irgendwie so einen rechtlichen Hack oder so gefunden, finde ich cool. Klang auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn ich mich jetzt selber nicht damit auskenne, aber ich denke, das passt schon. Ihr habt das, glaube ich, alles sehr gut ausbaldauert. Eine andere Frage ist, wie läuft denn eigentlich die Abrechnung mit den Mietern? Und was passiert, wenn zum Beispiel die Abrechnung von dem Mieter angezweifelt wird? Wie läuft das ab? Vielleicht kannst du es nochmal irgendwie erklären. Genau. Also bei unserer Lösung ist es so, die ist an keine staatlichen Förderungen geknüpft. Das heißt, dementsprechend besteht auch
die Möglichkeit der freien Vertragsgestaltung. Und das erlaubt jetzt mir in dem vorherigen Beispiel als Vermieter, dass ich die Stromlieferung an meine Mieter sogar mit einem Mietvertrag aufnehmen kann. Das heißt, ich habe immer die Investitionssicherheit, auch wenn du morgen ausziehst und ich muss halt die Wohnung vermietet bekommen. Aber ich glaube, das ist ein größeres Problem, als die Stromlieferung nicht hinzubekommen. Das heißt, das wird immer funktionieren. Und das Wichtige ist, ich darf ihm halt keinen Nachteil bieten. Also solange ich mich an den ortsüblichen Strompreisen orientiere, die jetzt nicht den ortsansässigen Stromtarif übersteigen, darf ich das mit dem Mietvertrag mit aufnehmen. Und die Abrechnung selbst, die erfolgt dann Stand heute einmal pro Jahr. In der Zukunft denken wir auch nach, das in anderen Turnussen vielleicht durchzuführen. Aber wir machen das ja für dich, wenn du den Service eben möchtest. Und das machen wir eben über die Pioneerkraft-Plattform. Und wie vorhin mal kurz erwähnt, kriegst dann du eben als Mieter oder als Nachbar, der beliefert wird, eine PDF. Und da ist eine Rechnung drin mit der Zahlungsaufforderung an Vermieter. Und der Rechnungsbetrag entspricht einfach der gelieferten Energiemenge, die wir ja über die Energiezähler, die Geeichten, erfassen, multipliziert mit dem vereinbarten Kilowattstundenpreis zwischen uns beiden. Und da die Energiemenge eben von einem geeichten Zähler erfasst wird, gibt es hier auch keine Gründe, das irgendwie anzuzweifeln. Also dann würden wir jetzt über Eichrecht sprechen. Ja, dann kannst du vielleicht mal an einem Beispiel zeigen, wie abgerechnet wird und was der Vermieter dann so bekommt, nach wie vielen Jahren sich das vielleicht auch rechnet. Also einfach, dass man so eine Idee bekommt, mal so eine Rechnung sieht, wie wird das genau gemacht eigentlich? Genau, also sehr gerne. Ich habe ein Schaubild vorbereitet. Ich habe die Woche nochmal bei Check24 geschaut. Der günstigste Neukundenstromtarif in München liegt aktuell bei 43 Cent pro Kilowattstunde. Und das habe ich jetzt mal als Benchmark für das Beispiel genommen. Und dann habe ich angenommen, dass der Vermieter, der Betreiber der Solaranlage, seinen Strom für 38 Cent, also mit 5 Cent Vorteil, an seine Mieter verkauft. Der Preis ist aber flexibel wählbar, der kann auch ein bisschen höher sein oder auch ein bisschen niedriger. Aber für unser Beispiel gibt es 5 Cent Vorteil für die Mieter gegenüber dem Netzstrompreis. Von der gelieferten Strom oder von der gelieferten Kilowattstunde muss der Betreiber der Anlage 6 Cent Mehrwertsteuer abführen. Ansonsten fällt bei Stromlieferung innerhalb einer Kundenanlage, das ist der juristische Begriff, keine weiteren Netzentgelte und Gebühren an. Aktuell fällt noch die EEG-Umlage an, die wird aber zum 30.06. gestrichen. Das heißt, ab 1.07. fällt auch diese nicht mehr an und deswegen habe ich es jetzt in dem Beispiel nicht mehr mit betrachtet. So, jetzt verkaufen wir die Kilowattstunde Strom für 38 Cent, führen 6 Cent Mehrwertsteuer ab, bleibt ein Deckungsbeitrag für den Verkäufer der Kilowattstunde Strom von 32 Cent. Jetzt muss man bei Bestandskunden schauen. Die bekommen natürlich auch Einspeisevergütung für ihren erzeugten Strom, den sie jetzt substituieren. Das heißt, die Kilowattstunde Strom wird nicht mehr ins Netz eingespeist für 7 Cent, sondern lokal an den Mieter verkauft. Das heißt, von 32 Cent im Vergleich zur Einspeisevergütung hat man einen Vorteil bei Stromlieferung über unsere Lösung von 25 Cent pro Kilowattstunde. So, und jetzt betrachten wir das Ganze einmal auf der Jahresebene. Wir haben über verschiedene Lastprofile geschaut, was ist die durchschnittliche Stromlieferung an einen Durchschnittshaushalt. So, und sind dort auf 1500 Kilowattstunden Strom gekommen. Multipliziert man diese 1500 Kilowattstunden Strom jetzt mit den 32 Cent, mit dem Deckungsbeitrag, ergibt das 480 Euro pro Jahr, die der Stromlieferant pro belieferten Haushalt verdient. Stellt man das wieder gegenüber der Einspeisevergütung, die natürlich jetzt wegfällt, ergibt sich noch ein Vorteil von Stromlieferung von 375 Euro. Unser Paket kostet 49 Euro. Das heißt, der Stromlieferant, der Erzeuger der Photovoltaikenergie, hat einen Rohertrag von 326 Euro. Die Investition in unsere Hardware plus Installation plus Zubehör liegt in Summe bei etwa 2.400 Euro. Das heißt, die Amortisation liegt bei 7 Jahren. Wenn man die 2.400 Euro durch den jährlichen Rohertrag dividiert, ergibt das eine Payback-Zeit von 7 Jahren. Ja, das ist schon in Ordnung, finde ich. Wie ist das mit der Investition? Also für das Hardware-Modul, wenn man jetzt mehrere Parteien hat, die man damit beliefern will, also wird das dann auch mehr linear oder wie viel kommt dann dazu pro Mieter, sage ich mal, den ich jetzt weiter versorgen möchte? Genau, also man braucht pro Mieter eine Hardware, das heißt, die Hardwarekosten sind linear, wo es natürlich Effizienzgewinne dann gibt, sind bei den Installationskosten und beim Zubehör. Ja, wie sieht es eigentlich so mit dem ökologischen Vorteil aus? Das ist ja auch noch irgendwie was, ne?
Hab ich jetzt irgendwie einen ökologischen Vorteil gegenüber der Einspeisung? Also so jetzt mal rein physikalisch gesehen würde ich jetzt erstmal selber keinen sehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele Leute dann doch dazu bewegt, sich vielleicht eine PV-Anlage zu kaufen, weil auf einmal das attraktiv wird, ne? Innerhalb so eines Mehrfamilienhauses. So würde ich mir das jetzt erklären. Wie siehst du das oder wie seht ihr das? Gibt es Genau. vielleicht doch noch einen Vorteil, den ich nicht sehe irgendwie? Genau, also genau das ist der Punkt, Andreas. Also unser Ziel ist es nicht, eigentlich bei Bestandsanlagen die Einspeisung zu substituieren, weil da ist der ökologische Effekt tatsächlich eher gering. Unser Ziel ist es, Photovoltaik auf die Dächer zu bringen und den notwendigen Ausbau zu beschleunigen. Und wenn man jetzt schaut in Deutschland im Bereich der kleinen Mehrfamilienhäuser, also das größer einem Einfamilienhaus und kleiner den Mieterstromprojekten, das sind 2 Millionen Gebäude mit über 6 Millionen Haushalten, gibt es so gut wie keine Photovoltaik in Deutschland heutzutage. Und das ist natürlich unseres Ziel mit unserer Hardware, mit der man Stromschäden erstmalig ab der ersten Partei profitabel abbildet, Photovoltaik A auf die Dächer zu bringen oder auch den Bau größerer Anlagen zu fördern. Weil wir ganz häufig bei unseren Kunden das Feedback bekommen, dass der Installateur bei einem Vierparteienhaus, den angeboten hat, eine kleine Eigenverbrauchsanlage für den Eigentümer, der im Haus wohnt, zu bauen und die Mieter nicht zu versorgen, weil Mieterstrom einfach zu komplex ist. Und mit unserer Lösung wird natürlich dann statt einer kleinen Eigenverbrauchsanlage von 6 kW Peak zum Beispiel eine 15 kW Peak Anlage gebaut, mit der auch alle Mieter versorgt werden und dann auch davon profitieren. Genau, um mal zu illustrieren, wie so ein Vorteil ist: Wir vermarkten zum Schnitt im Moment 16 kW Peak. Und eine 16 kW Peak-Anlage spart pro Jahr 10 Tonnen CO2 ein. Ja, klar, ich denke, da müssen wir drüber reden, dass das viel bringt. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das für einige einen echten Anreiz bietet. Also, weil, wie gesagt, ich kriege das sehr, sehr oft durch meine Zuschauer mit, die mir immer schreiben, boah, gibt's denn da gar nichts, kommt da nichts. Also ich als Vermieter habe da im Moment überhaupt gar kein Interesse dran, eine PV-Anlage aufs Dach zu stellen, weil das einfach total nervig ist. Was ich auch verstehen kann, ne? Muss man ja auch sehen. Ich meine, die Leute müssen ja auch irgendwie über die Runden kommen. Aber cool, ja, super spannend. Noch eine andere Frage, so Kauf- oder Miethardware. Also kaufe ich das bei euch? Ist es gemietet oder wie ist das? Oder kannst du das mal irgendwie kurz erläutern? Genau, also wir starten jetzt mit dem Verkauf von der PV-Lösung und unserer Hardware, aber zukünftig sind auch Mietmodelle denkbar. Alles klar, ja. Ja, wie geht's mit euch weiter? Also ihr habt, glaube ich, auch so ein kleines Crowd-Invest gehabt und so weiter. Erzähl mal ein bisschen, ist ja auch interessant, einfach mal so das Leben eines Startups im Moment, ist ja spannend. Genau, wir hatten letztes Jahr im November ein sehr erfolgreiches Crowdinvesting. Wir haben in unter 30 Stunden 750.000 Euro eingesammelt. Und jetzt ist unser erstes Ziel natürlich, den Crowdinvestoren erstmal zu zeigen, dass sich ihr Investment gelohnt hat. Wir haben jetzt gerade mit der Vorvermarktung unserer neuen Mehrfamilienhaus-Variante der Hardware gestartet und haben jetzt in einer kurzen Zeit einen sechsstelligen Auftragseingang erzielt, was uns und uns natürlich auch den Crowdinvestoren zeigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und über das Crowdinvesting wird das Geld jetzt natürlich eingesetzt, um unsere Hardware sukzessive weiterzuentwickeln, effizienter zu machen, günstiger zu machen, weitere Verbraucher wie Speicher, Wärmepumpe nicht nur zu integrieren, sondern dies auch intelligent zu integrieren, weitere Services anzubieten. Ja, und Hardwareentwicklung ist sehr teuer, deswegen steht in Zukunft bestimmt auch nochmal eine weitere Finanzierungsrunde bei uns an. Und hier ist jetzt auch gut möglich, nach den guten Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Crowdinvesting, auch nochmal die Crowd als Kapitalgeber und auch Multiplikator zu beteiligen. Sehr cool. Ja, finde ich schön, sowas auch. Also, wenn das gut läuft, ist das eine sehr runde Sache. Ja, das wär's. Also, mehr Fragen habe ich nicht. Ich fand es mega spannend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit euch beiden. Ja, ich drücke euch mega die Daumen. Ich glaube, sowas hat einfach gerade mega gefehlt hier in Deutschland. Ich denke, dass das was wird. Es würde mich sehr wundern, wenn das nicht sehr, sehr positiv angenommen wird. Ich bete für euch, dass der Gesetzgeber sich nichts einfallen lässt, um euch irgendwie noch in die Beine zu grätschen, ich denke aber nicht. Und ja, drückt euch wahnsinnig die Daumen. Also ich denke, dass das eine sehr schöne Sache ist, die ihr da am Start habt. Und ich hoffe, dass ich euch damit ein klein bisschen supporten konnte. Vielen Dank, Andreas. Wir haben uns super gefreut und kommen auch gern nochmal wieder. Ja, ihr seid herzlich willkommen. Ich würde mich auch freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann.